So, hier haben wir Morello, der Palace 90M. Der hat noch die 6-Volt-Batterien. 2x6 Volt in Reihe, ergibt 12 Volt. Die Mass-Kombi, die ist abgeraucht, kriegt eine neue Mass-Kombi. Und jetzt müssen wir mal da zum Fach. Hier sind auch noch mal zwei 6-Volt-Batterien auch wieder in Reihe geschaltet. Das kommt jetzt alles raus. Hier kommt Lithium-Technologie rein. Und dann schauen wir mal, dann machen wir mal heute Abend weiter. Dann können wir ja sagen, wenn wir das Auto fertig haben. Das sind aber einige Stunden, die das jetzt in Anspruch nehmen, dieses ganze Fahrzeug umzubauen. So, jetzt haben wir hier die neue Mars-Kombi eingebaut. Die 6-Volt-Zellen sind raus. Diese großen, hier waren wir jeweils eine Zelle drin. So, hier haben wir jetzt einen Ladebooster, 70 Ampere. Aber man sollte auch bei 70 Ampere stoppen. Dann die ganzen Schlauen, das kennen wir ja alles in den Foren. 100 Ampere, 90 Ampere, den haben wir jetzt gedrosselt auf 60 Ampere. Das ist reichlich. Denn der greift auf die Starterbatterie zu. Denn die Lichtmaschine hat nur 140 Ampere. Wir können da nicht raussaugen ohne Ende. Müssten wir die Lichtmaschine verstärken, alle Kabel ändern. Wobei wir hier die Kabel schon alle verstärkt haben auf 35 Quadrat. Aber mit einem 60 oder 70 Ampere Ladebooster muss Feierabend sein. Reicht satt und genug. 3 Stunden fahren sind 200 Ampere in der Batterie. Aber ich höre immer diese super Spezialisten. 100 Ampere, 90 Ampere, 120 Ampere. Vergesst das einfach. Ne? Man muss mal ein bisschen die Birne anmachen und nach der Starterbatterie schauen, die bricht total zusammen, denn der Booster greift auf die Starterbatterie zu und er saugt aus der Starterbatterie mit einem Schlag dann 90 Ampere, da kommt die Lichtmaschine nicht mehr hinterher. Also 70 Ampere satt und genug. So, das haben wir auch alles fertig. Hier haben wir 540 Ampere Amperestunden Lithium eingebaut, 4x 140 Ampere. Hier oben drauf liegen überall die Sensoren, einmal Ladebooster, einmal Ladegerät, einmal Solar und so weiter. Hier ist jetzt die Temperaturüberwachung von dem Akku. Hier gehen wir mit jedem Akku gehen wir hier drauf. Der meldet sich jetzt, man hat es gesehen, das ist alles okay. Das war jetzt der ganz rechte, das ist der ganz linke. Es fehlen die inneren noch, der war gerade. Dann kommt da der nächste. Siehst du, bei einer Störung würden wir hier oben rot signalisieren. Ne? So, und hier ist 10 mm starkes Glas. Oben drauf liegen die ganzen Temperatursensoren, Ladebooster, Ladegerät, Solarregler. So, hier ist unsere Entsorgungsstation, die ist heute leer gemacht worden. Man sieht, hier sind diese 6-Volt-Zellen aus der Morello. Ne? Das ist, ja gut, das Zeug hält nicht mehr. Das sind Bleibatterien, 3 Jahre sind die Dinger fertig und der Kunde hat jetzt 550 Ampere. Man sieht ja hier, die haben alle schon einen dicken Bauch. So, die Morello ist jetzt fertig und der Kunde ist happy.